Okay, noch mal ganz kurz, so dass wir, jeder denkt sich jetzt eine Sache aus, die er sagen will, und dann geht es so, weißt du, so unmotiviert einmal rum, ja? Ich sag was, du sagst was, du sagst was, du sagst was. Und zwar, hat sich jeder was ausgedacht? Ja. Okay, ich habe noch nichts. Hacker einstellen, Level 5. Oh, fuck. Grafik jetzt so. Bestes Spiel gewonnen. Leute, Movie. Ne, ich mach doch eins mit Poncho. Realismus runter. Game Dev. Scheiße. Alles Verkaufsrekorde brechen diesmal. Dann. Schneller! Ja, es muss eigentlich schneller gehen. Ich warte halt auch eins, aber ich hab's nicht noch. Ach ja, hier. Soll ich jetzt schon irgendwas erzählen? Debugging Process. Und ich antworte dahin. Nein, nein, du spielst weiter und du machst so halt. Während ich rede. Im Moment erkennt man gar nicht, dass du was in der Hand hältst. Ian, das muss so sein, dass man merkt, er spielt. Zieh den Pulli aus. Läuft. Okay. Sag mir ganz kurz mal deinen Punkterekord. Punkterekord, okay. 35.270.749. Mein Highscore ist 36.600.000 mit BIM-Time. Geht aber noch besser. Geht eigentlich besser. Dann runde ich aber auf 36 Millionen. 36 Millionen Exemplare verkauft. 58 Millionen. Metropolis 4 war eine Town Simulation. Okay, Hall of Fame. 63,457,118 Millionen verkaufte Einheiten. Auf meiner Konsole Ramona L. Selbstgebaute Konsole, eine geheime Konsole. Viele wissen gar nicht, dass es die gibt. Hallo, wir drehen hier, danke. Ja, aber das ist voll komisch, wenn ich so rede. Ja, aber wenn alle zusammen, du musst überlegen, alle werden in kurzen Sätzen zusammengeschnitten und schauen auf ihr Handy. Okay. Mit Potato Chip und Punch Drunk Cards. Nee, Punchcards. Scheiße. 63,4 Millionen verkaufte Einheiten auf Ramona L, meine eigenen Konsole mit Potato Chip und Punch Drunk Cards. Nein, Punchcards. Wieso sag ich Punch Drunk? Ist egal, ich geh zu lang. Okay. Du hast eine kleine Entwicklerschmiede und musst dann groß werden und viele, viele coole Spiele erfinden. Es ist eine Wirtschaftssimulation fürs Handy. Also es geht nur darum, Spiele zu entwickeln, die zu verkaufen und Geld zu scheffeln. Ja, man muss sich entscheiden. Entweder will man Kunst machen oder man macht Kommerz. Man ist arm oder man ist schweinereich. Das macht auch deswegen Spaß, weil tatsächlich simuliert wird, wie man Spiele entwickelt. Eine kleine, aber feine Wirtschaftssimulation zum Mitnehmen. Ich lieb's einfach, wenn die Leute Musik programmieren oder das Gameplay und dann stecken sie extra viel Creativity Power rein. Das ist das Beste. Hau rein, Junge. Steck die ganze Kreativität ins Spiel. Alles klar. Moment, Grafikboost. Statt einen Tag, da hat mich der Eddie die ganze Zeit mit SMS genervt. Am 25.12. schreibt er um 6 Uhr, ich bin Game Dev süchtig. Die Sucht! Einen Tag später, um 22 Uhr, ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören! Ich habe den ganzen Abend lang auf einer Party von Eddie gespielt und musste mir den ganzen Abend noch blöde Sprüche anhören, was ich da für einen Scheiß spiele, bis es Eddie dann selbst hatte. Boah. 8 Stunden am Stück waren auf jeden Fall drin. Also ich habe auf jeden Fall einmal den kompletten Akku leer gezockt. Ich guck schon wieder zu dir. Ich bin morgens mal aufgestanden um 10 Uhr, es war ein Samstag, hab's den ganzen Tag gespielt und bin erst um 2 oder 3 ins Bett. Ich habe mal am Stück den ganzen Arbeitstag gespielt, also ungefähr 10 Stunden. Kannst du auch dran fragen, das hat ihn sehr genervt. Ich hab sogar davon geträumt nachts dann. Ich hatte Albträume von einem sehr, sehr schlechten Spiel, was ich gemacht habe. Aber es ist nicht passiert, ich mache gute Spiele. Preis-Leistung ist so ungefähr 1000. Soll ich auch 1000 sagen? Im Ernst, mir fällt kein Spiel ein, was ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das Spiel zockt man 20, 30, 40 Stunden. Es kostet wie viel? 3 Euro. Herrlich. Also mehr Spiel für so wenig Kohle kriegst du fast nirgends. Preis-Leistungs-Verhältnis überragend. Ihr gebt wenig Geld aus und spielt es für die nächsten 2 Wochen am Stück. Yeah, Hall of Fame Game. 4 mal 10 von 10. Das verkauft sich wie warm.